Jo, was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir das eigentliche Video reingehen, möchte ich euch ja nochmal auf meinen Partner Eneba hinweisen. Da gibt es natürlich wieder die günstigsten Preise für PSN, Xbox Karten. Ihr seht es im Hintergrund, ihr kriegt es immer ein bisschen günstiger. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Manchmal gibt es noch eine Sonderaktion mit einem bestimmten Code, wo ihr nochmal ein paar Prozente bekommt. Ja, die haue ich dann immer in die Stories rein, dann könnt ihr nochmal ein bisschen was günstiger bekommen. Je nach Aktion gibt es das manchmal. Und wenn ihr natürlich noch Spiele sucht oder was anderes, ja, findet ihr alles hier, ne? Ja, auch Nintendo Wii, auch PC-Spiele. Hier, ihr seht hier, FIFA gibt es hier auch ein bisschen günstiger, 54 Euro. Die Ultimate Edition ist auch noch am Start. Andere Spiele, die immer rauskommen, sind hier am Start. Also checkt gerne neben der Videobeschreibung ab. Ist alles oben verlinkt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Das ist mir. Okay, Chat, wir haben heute. Ich habe ja gestern schon ein paar Packs geöffnet. Die schneide ich hier ins Best-of rein, ins Video. Webcam. Ja, ich sag euch das, in der Webcam sieht das echt... Oh! Come on! Ah, schade. Aber immerhin einen gezogen. Better than nothing, Alter. Nee, Junge, ey. Jetzt ist es okay! Oder soll ich... Oh! Kimmich! Wer ist das denn? Oh, Havertz! Kai Havertz, stark! 11x81 gegönnt. Kai Abi! Kai Havertz ist da! Schmeckt. Vielleicht noch was dahinter? Komm, Icon. Aber gut, ist okay. Können wir noch einen Footbirthday ziehen? Schauen wir mal. Erstmal 5x84. Das ist eine Impfform. Das heißt, Footbirthday kann auch dahinter kommen. Wir ziehen Füllkrug. Das ist nicht so gut vom Rating her. Aber vielleicht noch ein Footbirthday dahinter? Ne, kein Footbirthday dahinter. 89 Rating dafür. Nicht mal schlecht, Digga. Von Futter her sogar vielleicht okay. Das war ein 84er Pack halt. Da ist noch ein Footburst im Abschluss, komm mal hier, ey. Boah, fast 5 Workouts eigentlich, komm mal. Ist ein Footburst, ey. Ist es ein guter? Nein, ist ein Schrott. Nein. Den habe ich sogar abgegeben. Ich habe den abgegeben und bekomme einfach wieder. Vielleicht dahinter kann eigentlich nichts mehr sein, ne? Boah, was ein schlechtes Pack. Du gibst 100, glaube ich, 10.000 aus. Kriegst einfach zurück. Ja, 60k. Okay, und dann haben wir noch die SBC. Erinnert mich schon mal dran. 5x85 SBC haben wir auch noch. Die können wir auch noch mitnehmen. Und dann möchte ich sagen, komm, fangen wir erstmal mit einem Doppel-84er an. Schauen wir mal, ob das direkt was Gutes wird. Oh, das ist direkt ein Man of the Match. Ich weiß nicht, wer da drin ist. Ah, das ist Müll. 84er leider. Das ist leider Müll. Gucci. Okay, ich würde sagen, machen vielleicht zuerst das Food Birthday Pack auf, weil das wahrscheinlich eh immer Müll ist. Ich glaube, Team 1 und 2 können drin sein. Ja, wird eh Müll sein. Da kommt immer dieselben. Ich sag dir ja RM da. Chukwueze. Ne, wer ist das? Ja, G-Ray, wow. Noch schlechter sogar. Das ist auch ein Rating schlechter. Okay, dann haben wir das 5x85 nochmal. Das können wir mal scheppern jetzt. Davon haben wir 3 Stück heute hier. 3 Stück von denen. Das könnt ihr jetzt scheppern. Come on, man. Ah, Food Birthday. Come on. Oh, Mann. Ja, Kier, man, die haben ja gestern schon 100 Mal gezogen. Ist es immer der oder dieser ARV da aus der Serie A, der kommt als Food Birthday? Ja, okay, wenigstens noch in Ederson. Ja, okay, wenigstens ein bisschen Futter dahinter. Okay, geh mal rein. 5x84, komm. Jo, Food Birthday, komm. Hummels, ja, okay, nicht schlecht. Rating nicht schlecht, kann man sogar spielen. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, kann ich ihn abgeben. Und es könnte theoretisch, ja, weiß nicht, was noch dahinter jetzt sein kann, weiß ich es halt nicht, aber gutes Rating auf jeden Fall schon mal. Für 5x84 ist das, ja, okay, danach, die anderen sind Müll jetzt. Aber Hummels ist gutes Rating, 70k, ist okay. Gut. Okay, gehen wir rein. 3, 2, wir haben noch 2, ja, 2 5x85. Schon einige Foot Battle gezogen, aber keinen guten. Vielleicht direkt ein Icon hier. Das ist eine Impfform, das heißt, das kann alles dahinter sein. Wir ziehen Füllkrug. Ist nicht gut. Aber es kann theoretisch noch alles dahinter sein. Boah, ist gar nichts dahinter. Boah, ist schlecht, das Pack. Das ist nicht gut. Okay, letztes Pack für heute, Chat. Dann war's das. Vielleicht nochmal ein Footburst zum Abschluss. Oder eine Icon. Ey, komm. Sonst haben wir heute leider nichts Krasses gezogen. Das ist wieder in Impfform. Oh, jetzt ist dieser Pulisic. Theoretisch alles noch möglich, was dahinter kommen kann. Komm. Eusebio! Eusebio! Ah, Schrott, Alter. Schade.
Okay, wir gehen jetzt rein, Jungs. Noch gar keinen Sieg geholt. Ich muss heute nicht die 7 Siege oder die 8 Siege fertig machen. Ich habe morgen nochmal Zeit. Deswegen, aber wir werden heute. Ja, ich bin gezwungenerweise auf die PS5 zurückzugehen. Ich bin kein Fan von der PS5-Version. Es wird mir heute auch nicht gefallen. Ich werde aber so versuchen, so wenig wie es geht, zu meckern. Ich gehe jetzt auf die PS5-Version, weil die PS4-Version nach dem Patch so schlecht geworden ist. Ich sage nicht, dass es schlechter als die PS5-Version ist, weil es geht kaum schlechter, meiner Meinung nach. Aber die ist schon sehr, sehr nah schlecht geworden. Ich habe jetzt einfach die Wahl zwischen, sage ich immer gerne im Vergleich, Kacke essen oder Durchfall trinken. Ich weiß halt nicht, was besser ist, deswegen, ja, ich habe jetzt eine Woche lang Kacke gefressen, jetzt gucke ich mal, ob vielleicht Durchfall trinken besser ist, also, ich weiß nicht, wir gucken auf uns das an, Division 1 wird auch nicht einfach, wir haben ein cooles Team gebaut, ob es mithalten kann, werden wir sehen, ich weiß es nicht, wir haben einen guten neuen DSAI am Start, den werden wir mal testen mit 5-Stelle Bigfoot, Alexandro, haben wir schon gespielt, hat mir auf der PS4 okay gefallen, offensiv stark, defensiv schwach. Gucken wir auf der PS5 an, wie der ist. Und dann haben wir noch den Mele. Leider auf 2 Chemie am Start, ging nicht anders, aber mit 5 Sternen Skills. Wir haben den neuen Rabiot, der richtig krank aussieht, für 140k gemacht. Der sieht aus wie Vieira Prime. Testen wir heute auch aus. Dann haben wir KK, den neuen. Doppel 5, sieht auch geil aus. Dann müssen wir einen guten vorne haben wie Mbappé. Wir haben Mbamba noch am Start, sieht auch geil aus, die Karte. Und dann haben wir noch Pedro mit Doppel 5. Also wir haben viele 5 Sternen Skiller. Könnte was werden, wir schauen mal. Tonnen, KC, EO, das kann ich noch. All-Star 11 ist der erste Gegner für heute Abend. Guck mal sein Team an. Oh, auf Vanessa. Auch der. Ey! Digga, fast mein Team kopiert. Ey, was hat der für ein krankes Team? Oh, warum so mittig, Mbappé? Jetzt auf Mbappé. Geiler Ball. Jawoll. Kaka. Boah, stark. Alter, Kaka stark. Oh, wow. Schade. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Alter. Und ich konnte die ganze Zeit... Ich verstehe nicht, warum ich das AI nicht anwählen konnte. Was sehe ich hier? Ach, Mann! Was sehe ich hier? Kaka, jetzt mach! Ist mir egal, außer du kriegst den Sieg jetzt auch nicht, war voll unverdient. Ah, Night Guard FC ist der nächste Gegner. Pogba, du Maschine. Pogba, du... Oh, Mann, ey. Nimm den mit, den Alexandro. Schön. Boom, boom, boom! Wechsel den Spieler. Ey, warum wechselt er nie den Spieler, Mann? Jetzt regt es mich... Ey, nee, ich kann das nicht mehr spielen. Ist wirklich ein Sisho-Game geworden, Alter. Was ein Sisho-Scheiß, Alter. Tor bewegen, diese Scheiße, das Scheiß, Alter. Ja, mein Kopf kaputt irgendwann, Alter. Komm, der Sasi, danke, Mann. Oh, ja. 9-3 Schuss, Digga. Der muss es erledigen, ey. Komm, nächster Gegner. Gucken, vielleicht spielen wir heute, spielen wir jetzt hier gegen ein bisschen früher die Dreierkette. Die scheinen mir so gut gefallen. Oh mein Gott. Hey, laufen ja nur Gottsgotts in diese Division Rivals rum, ey. Oh mein Gott, Bruder. Oh, thank you, Mann. Die mogeln sich alle dieser Version so nach vorne, ist der Wahnsinn, ey. Ey, ich hab kein... Guck mir gleich, Alter, bitte! Danke.
dem Spiel esse ich sogar meine Haare. Oh, geil. Okay, weiter geht's. Shooter Squad, zeig mal, was hat der denn für ein cooles Team? Oh, das sieht so ein. Ich wollte gerade sagen, sieht nicht so geil aus, aber ja, ist doch gut. Also. Oh Mann, Alter, warum ist diese Animation drin? Kaka, stark. Eigentlich mal eine gute Aktion von dir, du Maggis, Alter. Doppel 5 für what? Also. Nein, nein, jetzt reicht's langsam. Ich hab nach außen gespielt. Ich schwör auf alles, ich hab nach außen gespielt. Spiel ist das, Alter. Der, ich schwör auf, guckt euch die Tore an, Alter. Okay, ich weiß nicht noch, wie lange wir bleiben, aber ein paar Games bleiben wir vielleicht noch und dann vielleicht noch zum Abschluss PS4. Oh mein Gott, was ein Team. Digga, dieses Spiel leckt doch irgendwann meinen Arsch, Alter. Wieder studiert, wieder die Scheiße studiert, hä? Auf welchen TikTok-Tutorial hast du das denn wieder? Digga, also wie schlecht ist das manuelle Verteidigen im Spiel? Alter, KK, der Dribbelmeister. Nein, Cruyff! Okay. Ach, Digga, die haben alle so kranke Angriffe. Ist ja geil. Ey, der kriegt einfach einen Rebound, Alter. Mann, ich kann das irgendwann nicht mehr. Wie ist viele Rebounds hier, Mann? Gerade noch gesagt. Gerade hast du es noch gesagt. Okay, komm. Schauen wir noch ein paar Games. 2, 3, 4 Games machen wir noch. Gott, Gott. Ach du Scheiße, R9. Das habe ich jetzt noch gebraucht, Bruder. Nach. Ich sehe, dass er unten da frei ist. Voll gut, Alter. Kann ich mal schön über die Zeiten. Auch ein bisschen die Linientaktik machen jetzt. Guck mal, wie so ein Bastard. Komm, kann ich auch. Denkst du, nur ihr könnt die Linientaktik? Kann die auch. Ich kann auch die Linientaktik, Alter. Digga, das war so ein krasser Delay da. Dracarys. Gab's so ein Game of Thrones, ne? Boah, was ist ein Team? Was haben die alle für. Alter, was haben die alle für kranke Teams, Mann? Nein, Kaka ist so scheiße, Alter. Wo ist da Doppel 5, mein Freund? Wo ist da Doppel 5? Statt 1-0, jetzt 1-0 hinten, Alter. Mein Gegner ist auch gut, muss ich sagen, aber. Rausgehen, scheiß drauf, ey. Waste of time. Okay, gucken wir mal. Es trifft ja auch nur Freaks hier in dieser Division, Alter. Boah, wer war das? Bamba? Wichtig.
Also die IVs heute sind echt stark, muss ich sagen. Da kann ich nichts sagen. Die IVs waren halt echt stark gewesen. Alter, komm! Junge, der hätte direkt reingehen müssen schon. DJ O-Club, okay. Wir machen noch den fünften und dann würde ich sagen, morgen auf Twitch mache ich die letzten. Ja, mit dem Main-Team oder so. Okay, Team sieht sogar in Anführungsstrichen nicht mal so gut aus, aber mal schauen. Ja, wenn der mal passen würde, ne? Wenn er mal passen würde, Mann! Ich hasse das! Wieso ist das auf beiden Versionen nicht gefixt, Digga? Okay, we take it. Jawohl, den Kai enttäuscht nicht. Guck, wie du einen Überblick hast, ne? Wie du sehen kannst, wer frei ist die ganze Zeit. Das ist halt voll geil, ey. Und das ist halt gut, Jungs, ne? Die neue Kamera für den ja, PS5-Game-Spielstil ist besser. Sonst hätte ich niemals unten den gesehen. Nein, Petro! Digga, Bamba, Mann! Warte, nein, nein, warte. Warte. Och, Mann, du Hund! Du bist ja ein Crackhead, Digga, wie du verteidigst. Passiver geht's auch nicht, Digga. Nein, komm schon. Oh mein Gott, ist er gut, der Desai oder Disasi, Alter. Wie schnell war der da? Im Vergleich zu Puskas, ey. Okay, morgen die letzten drei. Morgen die letzten drei. Heute erstmal fucking Danzo mit dem Schrott, Alter. Ich hab Kopf kaputt, Alter. 3:30 erreicht, ey. Heute auf der PS5 haben wir. Lass mich sehen. Ein Spiel abziehen, 10 Spiele gemacht, 5 gewonnen, 4 Unentschieden, einmal verloren. Kann sich sehen lassen, die 4 Unentschieden können sich easy in Siege umwandeln lassen, weil das waren echt keine guten Gegner gewesen. Mich ein bisschen jetzt mehr auf der PS5 spiele, lässt sich das was machen. Nicht, dass ihr das falsch versteht, das Game ist still fucking Dogshit, nur dass PS4 halt noch schlimmer ist. Und ich muss halt Content machen und ja, wenn das Spiel mir schon keinen Spaß macht, dann wenigstens keinen Spaß und ich gewinne. Und ich mache halt einfach das, was ich machen muss, um zu gewinnen. Anstatt keinen Spaß und ich verliere noch. Weil am Ende des Tages werden wir weiter hier Content machen und weiter grinden. Dann gehen wir nach 10 Spielen nochmal kurz in die Teambewertung. Heute ohne PS5. Mele nach 10 Spielen. Ja, 16.000. Könnt ihr selber denken, warum 16.000? Er war nichts Besonderes. War jetzt nicht komplett Dogshit. Aber, ja. Also ich fand irgendwie einen krassen Unsicherheitsfaktor hinten. Hat mich schon ein bisschen gestört und hat mir auch ab und zu in der Halbzeit ausgewechselt, wenn das Spiel eng war. Also ich fand ihn jetzt ja nicht wirklich geil. Also sollte SBC-Futter bleiben, Quadrado Welten besser. Die beiden, kleiner Spoiler schon mal vorher, meine beiden Lieblingsspieler heute gewesen von den neuen Karten. Also die in Kombo haben ja den einen oder anderen Arsch gerettet heute. Also die Sasi in ganz, ganz großen Lob. Ich habe ihn erst auf der PS4 gespielt und da hat mir schon gut gefallen auf der PS5. Ich bin ehrlich, manchmal konnte ich nicht unterscheiden, ob das die Sasi oder Desai ist. Und Desai kostet 840.000 und der kostet, glaube ich, unter 100.000. Also, wer noch ein Serie Ligue 1 oder ein Franzosenteam hat und noch keinen guten IV, kann ich nur empfehlen. Eine richtig geile Karte, das ist noch 5-4. Ab und zu braucht man das sogar noch, je nachdem, bei der Ecke oder beim Passen auf 4 Stellen, sehr wichtig. Also sehr geile Karte, Preis-Leistung absolut top und auch Desai heute richtig krass gewesen. Sehr, sehr teuer, yes, 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 aber ey, der war echt gut gewesen. Stellungsspiel krass, in der Luft jeden Kopfball gewonnen, Tackling war gut. Hat sich nicht langsam angefühlt, sogar eher schnell. Genauso dasselbe wie Disasi. Muss ich auch sagen, der hat sich richtig schnell angefühlt. Am Ende ein paar krasse Laufduelle noch gewonnen gegen krasse Spieler. Wir haben heute auch gegen nur Godsquads gespielt, also gegen Mbappé, Puskas und was weiß ich was. Und die haben da gut mitgehalten. Also muss ich einen großen Lob an die beiden raussprechen.
Das wäre auch heute so, wenn ich verloren habe, lag es auch an den beiden. Richtig gut gewesen. Alexandro auf der PS5 war in Ordnung. Ja, besser als auf der 4. Bleib aber dabei, nichts Besonderes. Also, Captivia, Welten besser. Ja, er ist in Ordnung. Kostet, glaube ich, 100 noch was 1000. Muss man den machen? Nee, passt in ein Team und du hast Bock auf den. Kannst du den dann gerne mitnehmen. Besonders, wenn du vielleicht auch sowas wie Dreierkette wie ich spiele oder sowas, wo man den vielleicht auch ab und zu dann offensiv einsetzen kann. Ist das natürlich eine gute Option, aber dann auch da wieder bleibe ich dabei. Quadrado wahrscheinlich eine bessere Option oder Captivia eine bessere Option, aber er ist auch günstiger. In Ordnung gewesen, mehr auch nicht. Rabiot war gut gewesen. Haut mich auch nicht 100% von Hocker, aber ich sag mal so, wenn du keinen guten Sechser hast, kann ich ihn empfehlen. 140.000 gibt mir ein bisschen so Vieira-Vibes, ne? Also defensiv gesehen war der wirklich gut. Offensiv habe ich jetzt nicht so viel gesehen von ihm. War auch nicht seine Aufgabe, der sollte auch nur hinten bleiben. Also defensiv gesehen war es schon sehr gut, auch stellungsspielmäßig. Sehr geiler Ingame-Buddy. Ja, und ja, gibt ein bisschen Vieira-Vibes. Ich müsste ihn, glaube ich, noch ein bisschen öfter testen, um zu gucken, wie oft konstant er weiter so abräumt. Aber ansonsten, ja, 5 Sterne Bigfoot ist dann natürlich auch ganz nice, weil ja, die Fehlpässe mit Vieira nerven schon mit dem Bigfoot oder mit den anderen Karten. Das ist natürlich ein guter Bonus, gute Stats, aber ja, vielleicht noch ein bisschen besser könnte er spielen. Er hat schon krasse Stats und dafür hat er vielleicht, ja, ich weiß nicht. Müssen wir wieder weiter testen. Fand ich in Ordnung. Also für den Preis hat er heute wirklich solide gespielt. Dann haben wir noch KK. War in Ordnung, war jetzt nicht komplett Dogshit. Hat jetzt 9 Scorer-Punkte geholt. In 10 Spielen hat auch fast jedes Spiel zu Ende gespielt. Aber für 2,58 Millionen, ja, zu wenig. Viel zu wenig. Und auch, was ich sagen muss, das ist ein Finishing. Besonders mit dem 5-Sterne-Weakfoot. Alter, ey, was lässt er da liegen? Ist ja verboten eigentlich. Ich dachte, du hast 5-Sterne-Weakfoot. Wie kannst du aus 8 Meter daneben schießen? Also, Pace mir ein bisschen zu wenig. Ja, sowieso auf der PS5 ist ja Pace nicht so krass, außer du machst diesen Übersteiger-Boost. Aber auch selbst dann, ja, war mir ein bisschen zu wenig. Finishing könnte wieder ein bisschen konstanter sein. Ansonsten, Tripling war gut, Skill-Moves waren gut, Pässe waren gut. Ja, der Rest war in Ordnung, aber für mich nicht die Münzen wert, safe nicht. Also du kriegst ja so krasse Icons und Spieler für den Preis. Würde ich lieber jeder anderen wahrscheinlich bevorzugen als ihn. Aber wenn du für den Feier hast, warum nicht? War in Ordnung. Und dann haben wir noch die zwei anderen hier, Bamba und Pedro, die wir heute abgestochen haben als SBC. Und ja, beide für mich persönlich gar born so Schrott. Also auf der PS5 Bamba noch einen Ticken besser, hat noch hier und da bessere Aktionen gehabt. In den Laufduell, Stellungsspiel, ja, in die Lücke gelaufen. Auch hier die Schüsse waren ab und zu gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber nichts Besonderes. Also für über 100.000 absolut nichts Besonderes. Ich fand auch sein Tripling nicht so geil gewesen, obwohl er 90 Tripling hat und 5 schnelle Skills, aber nichts Besonderes. Und ja, also einfach nichts Besonderes für über 100.000 zu wenig und dasselbe wie Pedro. Ich könnte mir vorstellen, dass Pedro beim alten PS4-Gameplay richtig geil wäre mit Doppel-5, super beweglich, aber super beweglich bringt dir gar nichts auf der PS5. Absolut null. Ja, und da hast du noch einen schwachen Körper, hast keine Höhe, um Kopfbälle reinzumachen. Digga, bringt dir nichts, du hast kein Pace. Also das ist einfach, ja, so eine Karte ist einfach absolut fucking wasted auf der PS5. Sowas kannst du nur auf der PS4 meiner Meinung nach spielen und dann auch nur vor dem Patch. Jetzt nach dem Patch wahrscheinlich auch absolut Müll, die Karte. Also hat mir null gefallen auf der PS5. War wie ein Geist, nichts zu sehen, nichts von ihm, hat nichts gemacht. Ja, 3 Scorer-Punkte, aber Digga, das ist zu wenig und für, glaube ich, auch für über 100.000. Ja, für mich persönlich, für mein Spielstil absolut wasted money gewesen, wasted fodder. Ja, die großen Heroes waren hier die zwei IVs und vielleicht noch Rabiot, die Offensive. Vielleicht deswegen habe ich auch wieder ein paar Spiele nicht gewonnen und unschieden gespielt, weil einfach auch die Offensive heute ein bisschen zu schwach war. Hätte ich jetzt hier, ja, die beiden jetzt nicht drin gehabt, sondern, keine Ahnung, Mbappé, Ginola, A-Train oder sowas und dann wäre wahrscheinlich sogar das eine oder das Spiel noch eher gewonnen. Aber ja, wir gucken mal. Wir arbeiten weiter an der PS5 und schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich erstmal, bis was sich ändert am Gameplay, auf der PS5 bleiben. Das heißt, Donnerstag geht's damit in die Quali.